Herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video beschäftigen wir uns damit, wie wir Apps auf unser Smartphone herunterladen können, wie wir sie installieren und Bezahlmöglichkeiten hinzufügen. Mit unserem Smartphone lässt sich so einiges anstellen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Fitness zu tracken. Wir können Termine in unseren Kalender eintragen und wir haben sogar die Möglichkeit, Bilder, die wir mit unserem Handy machen, direkt auf dem Smartphone zu bearbeiten. Und das alles ist möglich durch sogenannte Applikationen. Kurz einfach nur Apps. Zunächst gehen wir einmal darauf ein, wo bekommen wir eigentlich unsere Apps her? Und da haben sowohl die Android-Smartphones als auch unsere iPhones einen speziellen Ort für. Bei Android nennt er sich Play Store und bei Apple nennt er sich App Store. Und wie das Ganze aussieht, das gucken wir uns jetzt einmal an. Wir beginnen nun einmal mit Android. Dafür nehmen wir unser Samsung Galaxy S8, entsperren das Ganze und haben nun hier die Möglichkeit, auf den Play Store zu gehen. Der Play Store, das ist dieses kleine Symbol hier unten, neben all den anderen Symbolen, das sind die sogenannten Apps. Und wir sehen, hier habe ich die angeordnet, also verschiedene Apps zur Fitness-Tracking. Ich habe hier eine Fußball-App, da unten ist Instagram oder auch Spotify zum Musik hören. Und wir haben hier nun eben auch den Play Store. Und da tippen wir nun einfach drauf. So gelangen wir dann in die App und wir sehen hier auf den ersten Moment, dass das Ganze relativ unübersichtlich ist. Also es wird uns viel angezeigt, viele verschiedene Apps werden uns vorgeschlagen und wer möchte, kann sich da einfach mal durchgucken und sehen, was es so für verschiedene Apps gibt. Für den Fall, dass wir eine bestimmte App suchen oder vielleicht auch ein Stichwort haben, nach dem wir suchen, haben wir hier ganz oben die Möglichkeit, eben in der Suchleiste ein bestimmtes Wort oder mehrere Wörter einzugeben und werden dann zu den entsprechenden Apps geleitet. Wir haben hier unter der Suchleiste auch verschiedene Reiter. Zum einen haben wir ganz vorne den Reiter Spiele. Das sind die bestimmten Apps, die eben Spiele darstellen. Wir haben hier den generellen Reiter Apps. Das sind dann die Vorschläge, die uns zu verschiedenen Themen gemacht werden. Wir haben daneben Filme und Serien, Bücher und Musik. Diese drei letzten Reiter hier, das sind Sachen, die wir neben Apps noch auf unser Handy laden können. Die kosten in der Regel etwas und hier ist es auch wichtig zu wissen, dass die Sachen, die wir hier sehen, noch nicht auf unserem Smartphone drauf sind. Die können wir eben kaufen und dann herunterladen. Wie wir das mit dem Kaufen machen, darauf gehe ich später nochmal ganz kurz ein. Nun beschäftigen wir uns erstmal damit, wie wir eine bestimmte App suchen. Dazu gehen wir oben auf die Suchleiste drauf, das heißt, wir tippen hier einfach einmal und haben jetzt die Möglichkeit, Stichworte oder eben Namen der verschiedenen Apps einzugeben. Wir suchen heute mal nach einer Fitness-App. Das heißt, ich gebe hier einfach ein Fitness. Das wird mir auch hier direkt schon vorgeschlagen. Und wenn ich Fitness eingegeben habe, drücke ich unten auf das kleine Lupensymbol und werde nun auf die Suchseite weitergeleitet. Da sehen wir hier schon die verschiedenen Apps, die uns vorgeschlagen werden. Und generell müssen wir erstmal zwischen zwei verschiedenen Kategorien unterscheiden. Generell sind alle Apps so sortiert, wie sie für uns am besten passen. Es gibt aber, und das sehen wir hier oben, zwei Apps, die haben den kleinen Zusatz, dieses grüne Wort Anzeige. Und dieses kleine Symbol bedeutet im Grunde, dass die Hersteller der Apps dafür bezahlt haben, dass sie uns so weit oben angezeigt werden. Das heißt, diese beiden Apps sind nicht unbedingt die, die für uns am besten passen, sondern eben nur die, die uns da am ersten angezeigt werden. Wir sehen hier drunter dann nun die verschiedenen anderen Apps. Wir suchen uns jetzt einfach mal eine dieser Apps aus, nehmen wir beispielsweise die hier und gucken uns die App an sich mal genauer an. Nun sind wir auf der Seite der jeweiligen App und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir sehen hier einmal den großen grünen Button. Das bedeutet, wenn wir da drauf drücken, installieren wir die App und laden sie direkt auf unser Smartphone herunter. Und unter diesem Button haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten, die wir uns kurz ansehen können. Zum einen haben wir hier den Hinweis, dass diese App Werbung enthält. Das heißt, uns wird in regelmäßigen Abständen Werbung angezeigt. Und zum anderen haben wir hier den Hinweis, dass sogenannte In-App-Käufe möglich sind. Das bedeutet wiederum, dass wir in der App Erweiterungen und verschiedene Möglichkeiten dazu kaufen können. Wichtig ist aber zu wissen, dass wir die App trotzdem benutzen können, auch ohne etwas zu kaufen. Das ist also einfach freiwillig für uns als Zusatz. Und darunter haben wir nun die Möglichkeit, uns die Bewertung der App anzusehen. Wir sehen hier eine 4,7 neben einem Stern.
Das heißt, es wurden im Schnitt 4,7 von 5 möglichen Sternen für diese App vergeben. Wir haben also die Möglichkeit, diese App selber zu bewerten, auch wenn wir sie runtergeladen haben. Und da können wir eben zwischen 1 und 5 Sterne vergeben. Und wenn wir 5 Sterne vergeben, finden wir die App super. Wenn wir nur einen Stern vergeben, finden wir sie eben nicht so super. Diese App hat nun 4,7 im Schnitt bekommen von 126.000 Bewertungen, was relativ gut ist. Darunter haben wir nun die Möglichkeit, uns Bilder zu der App anzusehen. Um einmal einen Überblick darüber zu bekommen, wie die App aufgebaut ist, ob uns das Layout gefällt und welche Funktionen es vielleicht auch alle gibt. Tippen wir hier auf die Bilder drauf, können wir sie vergrößern und dann durch Wischen nach links oder rechts zwischen den Bildern hin und her wandern. Weiter unten gibt es die Möglichkeit, sich Bewertungen und Rezensionen durchzulesen. Da würde ich jedem empfehlen, einfach mal ganz kurz drin zu stöbern, um eben zu gucken, sind da bestimmte Punkte bei, die wir vielleicht auch wollen, oder gibt es Sachen, die andere kritisieren, die uns auch stören würden. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit zu gucken, was für Bewertungen denn überhaupt abgegeben wurden. Es gibt nämlich sogenannte Bot-Bewertungen. Das sind welche, die nicht von Menschen, sondern von einem Computer automatisch erstellt wurden. Und die sind in der Regel entweder ganz kurze Nachrichten, wie zum Beispiel gute App, oder eben nur Sternebewertungen, ohne dass etwas dazu geschrieben wurde. Sehen wir also, dass bestimmte Menschen was dazu geschrieben haben, dann können wir auch davon ausgehen, dass die App wirklich in dem Fall rezensiert wurde, also dass sich Leute die App genauer angesehen haben und eben über ihre Erfahrungen schreiben. Haben wir uns nun für die App entschieden, haben wir die Möglichkeit, sie hier oben auf dem grünen Button installieren herunterzuladen. Da tippen wir einfach mal drauf und wir sehen dann, dass zunächst der Download gestartet wird und nachdem der Download durchgeführt ist, haben wir die Möglichkeit, die App eben zu öffnen oder wieder zu deinstallieren. Wir wählen aber jetzt keine der beiden Optionen aus, sondern gucken, wo wir die App auf unserem Smartphone finden. Dazu drücken wir den Home-Button, gelangen dann auf den Homescreen und bei allen anderen Smartphones oder bei den meisten anderen Smartphones hat man nun die Möglichkeit, die App hier auf den verschiedenen Seiten zu finden. Bei Samsung gibt es dafür einen speziellen Bereich. Dafür wischen wir einmal von unten nach oben über den Bildschirm und gelangen nun in den Bereich, wo all unsere Apps zu finden sind. Und hier sehen wir auch, dass die neu heruntergeladene App dabei ist. Wir können nun einfach drauf tippen und die App benutzen. Ein weiterer wichtiger Punkt im Play Store und im App Store ist eben, ob eine App kostenlos ist oder etwas kostet. Wir erkennen das, indem wir uns die Apps genauer ansehen und sehen hier unten, dass eine kleine Zahl neben der Bewertung steht. Das bedeutet, diese App kostet etwas. Wenn wir nun auf die App tippen, sehen wir, dass anstatt des Buttons installieren hier ein Betrag angezeigt wird. Dieser Betrag wäre also das, was wir zahlen müssten, wenn wir die App kaufen wollen. Nachdem wir nun einmal durchgegangen sind, wie das Ganze unter Android im Play Store funktioniert, machen wir das Ganze natürlich auch einmal fürs iPhone. Und auf dem iPhone funktioniert das Ganze über den App Store. Das ist dieses weiße A auf blauem Hintergrund, da tippen wir einmal drauf und gelangen dann auch hier auf die Startseite. Und auf dieser Startseite, das sehen wir, wird das Ganze etwas angezeigt als bei Android. Wir haben auch hier die Möglichkeit, uns verschiedene Apps anzusehen, die uns vorgeschlagen werden. Die sind in diesem Fall etwas größer dargestellt. Wir haben also direkt einen Einblick, wie sind diese Apps ungefähr designt. Das ist für uns aber jetzt auch erstmal gar nicht so wichtig. Wir können auch hier, wenn wir möchten, einfach mal durchgucken. Wir können aber auch eben nach bestimmten Apps suchen. Und wir sehen auch hier unten haben wir eine kleine Leiste. Wir können uns hier die verschiedenen Kategorien anzeigen lassen. Da haben wir hier Spiele. Wir haben hier die Apps sortiert nach verschiedenen Genres. Wir wollen aber jetzt nach etwas suchen. Dafür haben wir hier ganz außen rechts die Möglichkeit, die Lupe zu klicken. Und dann kommen wir eben in die Suche. Und auch hier geben wir jetzt einfach mal ein Fitness und suchen nach einer Fitness-App, die zu uns passt. So, da wird uns auch direkt schon was vorgeschlagen. Wir tippen jetzt mal hier auf Fitness-App. Und sehen, dass die Suchergebnisse hier im Vergleich zu Android etwas größer dargestellt werden. Das heißt, wir haben nicht so viele Apps untereinander, sondern wir sehen auf den ersten Moment sogar nur zwei Apps, die uns angezeigt werden. Wir können aber auch hier direkt schon zwischen einer uns durch Bezahlung angezeigten App und einer ganz normal angezeigten App unterscheiden. Das sehen wir durch dieses kleine Add-Symbol, das dabei angezeigt wird. Und wenn wir uns hier jetzt einmal umgucken, sehen wir hier verschiedene Apps, die wir uns eben herunterladen können. Wir tippen jetzt einfach mal auf diese hier und sehen uns mal an, wie die ganze Seite aufgebaut ist. Wir tippen also auf die App drauf, die wir uns ausgesucht haben und sehen hier nun auf der Seite der App die verschiedenen Möglichkeiten. Wir sehen auch hier wieder den Ladebutton, den wir tippen können, wenn wir uns für die App entschieden haben und sie herunterladen möchten. Und wir sehen auch hier den kleinen Zusatz In-App-Käufe. Das heißt, für diese App haben wir ebenfalls die Möglichkeit, in der App neue Sachen hinzuzufügen, die wir eben kaufen müssen. Und auch hier ist wichtig zu wissen, diese App funktioniert ebenfalls, ohne dass wir etwas dafür extra bezahlen. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, uns die verschiedenen Bilder anzusehen.
Das heißt, wir gehen auf die Bilder drauf und wischen nach links oder nach rechts, um eben die verschiedenen Bilder anzuzeigen. Und auch hier haben wir weiter unten die Möglichkeit, uns die Rezensionen anzeigen zu lassen, zu denen wir hier oben wieder die insgesamte Bewertung finden. Also auch da können wir uns gerne einmal die verschiedenen Rezensionen durchlesen, um einen Überblick darüber zu bekommen, wie andere Nutzer die App bewertet haben. Haben wir uns nun für die App entschieden, tippen wir auch hier auf den Button Laden und die App wird heruntergeladen. Ich muss das in diesem Fall einmal bestätigen. Wie das funktioniert, darauf gehe ich auch gleich direkt im Anschluss einmal kurz ein. Die App wird nun heruntergeladen und sobald das passiert ist, gucken wir uns auch hier einmal an, wo wir die App im Folgenden finden. Nachdem die App nun heruntergeladen ist, können wir sie theoretisch auch hier direkt öffnen. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht und gucken uns stattdessen an, wo wir die App auf unserem iPhone finden können. Dazu wischen wir wieder von unten nach oben, um auf den Homescreen zu gelangen. Hier sehen wir direkt, dass die App auf unserem Homescreen oder auf einen unserer verschiedenen Screens installiert wurde. Es gibt also nicht wie bei Samsung einen speziellen Ort, sondern alle Apps werden hier direkt in unsere verschiedenen Reiter unseres Homescreens eingefügt. Nachdem wir nun wissen, wie man eine App installiert und hinzufügt, ist es für uns interessant zu wissen, wie funktioniert das denn mit dem Bezahlen. Und ich bin gerade eben schon ganz kurz auf die In-App-Käufe eingegangen. Dazu gilt es zu wissen, dass man diese In-App-Käufe ein- oder ausstellen kann oder eben durch ein Passwort schützen kann. Das ist gerade dann wichtig, wenn wir eben unseren Kindern zum Beispiel das Smartphone geben und die darauf rumspielen, dann kann es halt schnell dazu kommen, dass mal eben ein In-App-Kauf getätigt wurde, ohne dass wir das wollten oder das Kind das wollte. Und um das zu vermeiden, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Beginnen wir nun einmal unter Android im Play Store mit unserem Samsung Galaxy. Dazu entsperren wir das Handy wieder und gehen auf den Play Store. Und hier haben wir oben links die Möglichkeit, die drei waagerechten Striche auszuwählen. Das ist ein Symbol für das Menü. Und wenn wir dieses Menü auswählen, haben wir hier die Möglichkeit, auf das Zahnradsymbol für Einstellungen zu gehen. Hier in den Einstellungen sehen wir nun, wenn wir weiter herunterscrollen, die Option Authentifizierung für Käufe erforderlich. Und das bedeutet im Grunde, dass jedes Mal, wenn etwas über dieses Smartphone gekauft werden soll, wir das Ganze bestätigen müssen. Entweder durch unseren Fingerabdruck, durch unseren Gesichtsscan oder eben durch ein Passwort. Und das ist relativ sinnvoll, denn dadurch verhindern wir eben, dass jemand aus Versehen oder vielleicht auch absichtlich Sachen kauft, ohne dass wir das möchten. Wir tippen also nun auf Authentifizierung und können hier jetzt einstellen, für welche Fälle wir eine Authentifizierung haben möchten. Wir können hier auswählen für alle Käufe bei Google Play auf diesem Gerät. Das bedeutet, egal was wir kaufen wollen, es muss immer eine Bestätigung erfolgen, die halt entweder unser Fingerabdruck, unser Gesichtsabdruck oder eben ein Passwort sein muss, sodass nur wir das entscheiden können. Wir können als zweites alle 30 Minuten auswählen. Das bedeutet im Grunde, dass wir, nachdem wir das Passwort einmal eingegeben haben, 30 Minuten lang Zeit haben, diverse Sachen zu kaufen. Und sind diese 30 Minuten abgelaufen, müssen wir das Passwort wieder erneut eingeben, wenn wir etwas kaufen wollen. Als dritte Option gibt es noch die Option Nie. Das ist am unsichersten, das heißt, jeder kann jederzeit alles Mögliche über unser Smartphone kaufen. Bei Apple ist das Ganze etwas komplizierter. Wir haben hier im Grunde zwei Möglichkeiten. Wir können Käufe generell ausstellen und wir können sie jedes Mal bestätigen, so wie wir das gerade auch bei unserem Android-Smartphone gemacht haben. Wollen wir die Käufe generell ausstellen, gehen wir auf die Einstellungen. Dafür tippen wir auf die Einstellungs-App und haben nun die Möglichkeit, das Ganze über die sogenannte Bildschirmzeit auszustellen. Dafür scrollen wir hier herunter, bis wir auf den Bereich Bildschirmzeit gelangen. Da tippen wir drauf und haben nun die Möglichkeit, hier einen Bildschirmzeitcode zu verwenden. Generell können wir hier verschiedene Einstellungen ändern. Verwenden wir diesen Bildschirmzeitcode, bedeutet das, dass nur derjenige, also wir, der diesen Code kennt, diese Einstellung hier ändern kann. Wir nehmen also den Bildschirmzeitcode und geben hier jetzt einen Code ein. Ich mache es mal ganz einfach und den bestätigen wir dann noch einmal und schon ist er eingestellt. Haben wir jetzt einen Bildschirmzeitcode eingestellt, können wir hier unter Beschränkungen mit der Bestätigung durch unseren Bildschirmzeitcode Einstellungen ändern. Wir haben hier die Möglichkeit auf Käufe, iTunes und App Store zu gehen. Und hier können wir jetzt diverse Sachen ein- oder ausstellen. Wir können Apps installieren, erlauben oder nicht erlauben. Wir können Apps löschen, erlauben oder nicht erlauben und wir können In-App-Käufe erlauben oder nicht erlauben. Das heißt, wir können hier einmal ausstellen, wollen wir Apps generell installieren lassen, wollen wir Apps löschen lassen und wollen wir In-App-Käufe autorisieren. Das Ganze können dann nur wir ein- oder ausschalten oder je nachdem, wer unseren Bildschirmzeitcode noch hat
Und wir können auch hier unten einstellen, dass ein Passwort für die verschiedenen Sachen notwendig ist. Ich habe das Ganze jetzt auf nicht erforderlich, weil wir im Folgenden nochmal darauf eingehen, wie wir Käufe anders autorisieren können. Und um das zu tun, gehen wir einmal hier oben wieder zurück in die Einstellungen. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, über unser persönliches Profil hier oben darauf zu tippen und nun den Punkt iTunes und App Store auszuwählen. Und wenn wir da drauf tippen, erwarten uns hier im Grunde wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen steht, wie das bei mir hier oben gerade der Fall ist, Face ID ist für alle Käufe aktiviert. Das bedeutet, ich habe in meinem Smartphone bereits eine Face ID hinterlegt. Ich kann das Ganze auch mit einem Fingerabdruck machen. Und in diesen Fällen muss ich jedes Mal, wie es gerade eben der Fall war, einmal doppelt auf den Button hier an der Seite klicken und dann wird mein Gesicht direkt gescannt und es wird erkannt, okay, er ist es und er darf die Käufe autorisieren. Für den Fall, dass das nicht eingestellt ist, hätten wir hier jetzt die Option, ein Passwort einzugeben. Das heißt, Sie tippen in dem Moment einfach auf Passwort erstellen und können sich dann ein eigenes Passwort ausdenken, das jedes Mal eingegeben werden muss, wenn eben eine App gekauft oder installiert werden soll. Nachdem wir nun wissen, wie wir die In-App-Käufe autorisieren können und über die Einstellungen die einzelnen Elemente verwalten, gehen wir nun einmal darauf ein, was wir denn machen, wenn wir uns dafür entschieden haben, eine App zu kaufen. Dazu können wir verschiedene Bezahlmöglichkeiten hinzufügen. Und ich zeige das Ganze jetzt einfach erstmal für das Android-Smartphone. Dazu öffnen wir wieder die App Play Store und gehen hier jetzt wieder auf das Menü. Im Menü haben wir nun die Möglichkeit, Zahlungsmethoden auszuwählen. Da tippen wir drauf und haben jetzt eben verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Auswahl. Da haben wir ganz oben Abrechnung über Telefonica verwenden. Das bedeutet im Grunde, dass wenn wir einen Mobilfunkanbieter haben, der uns monatlich eine Rechnung schickt, wird dieser Betrag, den wir eben für die jeweilige App ausgeben, am Ende dazu addiert. Das heißt, am Ende des Monats zahlen wir für unseren Mobilfunkvertrag und die Apps, die wir über unser Smartphone gekauft haben. Darunter sehen wir die Möglichkeit, Kredit- oder Debitkarte hinzufügen. Das funktioniert im Grunde dadurch, dass wir unsere Zahldaten hinterlegen und dann eben jedes Mal über unsere Kreditkarte oder unsere Debitkarte das Geld abgebucht wird. Als nächste Möglichkeit können wir eine PaySafe-Karte hinzufügen. Das sind Karten, die können wir uns im Supermarkt, am Kiosk oder an der Tankstelle kaufen und da Geld draufladen. Und diese Karten haben einen Code, den geben wir dann hier ein und dann wird automatisch das Geld, was wir auf der Karte haben, unserem Smartphone hinzugefügt und wir können darüber Apps kaufen. Die nächste Möglichkeit ist PayPal. Und PayPal ist im Grunde ein Online-Bezahldienst, der ist mit unserem Konto verknüpft und hier können wir uns dann mit unseren PayPal-Daten anmelden und eben auch darüber einfach die Zahlungen durchführen. Die letzte Möglichkeit ist Code einlösen. Es gibt ebenfalls an der Tankstelle, im Supermarkt oder am Kiosk die Möglichkeit, sogenannte Play Store-Cards zu kaufen. Das sind kleine Karten, die haben das Play Store-Symbol drauf und auch die haben einfach einen Code mit einem festgeschriebenen Betrag. Und wenn wir diesen Code hier einlösen, haben wir eben auch darüber die Möglichkeit, Geld hinzuzufügen. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch noch einmal fürs iPhone an. Auch hier gehen wir wieder in den App Store und dann gehen wir auf das Menü oben und haben nun die Möglichkeit, hier unten Karte oder Code einlösen auszuwählen. Das heißt, auch hier können wir einen Code von einer gekauften Karte von der Tankstelle, dem Kiosk oder dem Supermarkt eingeben. Darunter können wir Karte per E-Mail senden benutzen. Das heißt, das Ganze wird über die E-Mail durchgeführt und wir haben Guthaben zur Apple ID hinzufügen. Und wenn wir hier drauf gehen, mehr sehen wir, dass wir eben nun hier dieselben Möglichkeiten haben wie eben auch bei Android. Das heißt, wir können hier eine Kredit- oder Debitkarte angeben, wir können über PayPal ein Konto verbinden oder eben über unsere Handyrechnung das Ganze abrechnen lassen. Jetzt, wo wir wissen, wie wir neue Zahlungsmethoden hinzufügen können, können wir uns nun auch ansehen, wo gekaufte Apps zu finden sind. Denn wir haben die Möglichkeit, Apps, die wir auf unserem Handy installiert haben, nachdem wir sie gekauft haben, auch wieder zu deinstallieren. Und damit wir Apps in dem Fall nicht wieder komplett neu kaufen müssen, sind sie an einem Ort alle gespeichert. Dazu gehen wir wieder auf unser Menü hier oben und haben nun die Möglichkeit, auf Käufe zu gehen. Hier werden uns generell alle Apps angezeigt, die wir jemals installiert hatten, unter anderem eben auch die gekauften Apps. Und wir haben für den Fall, dass wir eine App deinstalliert haben, hier nun die Möglichkeit, sie eben wieder zu installieren. Außerdem gibt es über das iPhone die Möglichkeit, bestimmte Apps für die Familie freizugeben. Und dazu wird es ein extra Webinar geben. Das findet im Herbst statt und an welchem Termin genau, das erfahren Sie auf unserer Homepage. Gucken Sie da gerne einfach mal in den Kalender. Wir machen weiter mit unserem Samsung-Smartphone. Und hier haben wir ebenfalls die Möglichkeit, über den App Store uns Käufe anzeigen zu lassen, die wir bereits getätigt haben. Dafür gehen wir auch hier wieder ins Menü und haben nun die Möglichkeit, meine Apps und Spiele auszuwählen.
Da tippen wir einmal drauf und sehen nun, dass hier alle Apps angezeigt werden, die ein Update benötigen. Und daneben sehen wir alle Apps, die wir installiert haben. Haben wir nun hier eine App gekauft, wird uns die auch ebenfalls angezeigt. Ich habe bisher noch keine App gekauft, deswegen sehen wir das hier jetzt nicht. Aber für den Fall, dass das so ist, hätten wir hier eben die Möglichkeit, die App auch zu installieren, wenn wir sie einmal deinstalliert haben. Alles klar! Jetzt wissen wir, wie wir Apps auf unserem Smartphone installieren, wie wir Bezahlmöglichkeiten hinzufügen und wo wir unsere installierten Apps finden. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch.